Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Wieso schreibst du mir nicht mehr? Ich habe in der Friendzone so schlechten Empfang. Ich habe eben deine Freundin getroffen. Wo? Kennst du die Bäckerei gegenüber von dem Swingerclub? Ja, gegenüber von der Bäckerei. Ich fühle mich wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen, denkt nix, macht nix, weiß nix und kann nix. Ich bin der Erklär-Nix, weil das bringt nix. Battlefield 4 kam nun endlich im Irak raus. Sie nennen es Sims. Wenn du bereit bist, mich zu daten, dann sind deine Ansprüche viel zu niedrig, als dass ich mich mit dir abgeben würde. Was ist der Unterschied zwischen geil und pervers? Geil ist es, eine Frau mit einer Feder zu streicheln. Pervers ist es, wenn das Huhn noch dranhängt. Laut dem Internet besteht meine komplette Nachbarschaft aus heißen Bräuten, die mit mir in die Kiste wollen. Du willst Streit? Dann komm doch. Du bringst deine Freunde mit und ich komme auch allein. Lehrer, du hast schwach angefangen und hinterher unheimlich stark nachgelassen. Schüler, sie haben eine raue Schale, aber dafür einen unheimlich harten Kern. Wenn du so groß wärst, wie du blöd bist, müsste dir die NASA dein Essen rauffliegen. Leck mich doch. Erotisch oder säubernd? Alle reden davon, einen besseren Planeten für die Kinder zu hinterlassen. Dabei vergessen sie, bessere Kinder für den Planeten zu hinterlassen. Nach dem Tod urteilt einer über uns, der größer ist als wir alle. Dirk Nowitzki? Frühes Vögeln wärmt den Wurm. Gründe, mit mir auszugehen. Erstens, zweitens, drittens, bitte. Immer wenn mir jemand sagt, mit Alzheimer könnte ich nicht leben, antworte ich, das hast du mir vor 5 Minuten schon mal gesagt. Ich und der Magier. Magier, zieh eine Karte und steck sie irgendwohin in den Stapel. Jahre später wurde meine Frau schwanger, aber es kam nur ein feuchtes Stück Papier mit einem Peak 9 drauf. Ist das Ihre Karte? Fragt der Arzt mit mir bekannt vorkommenden Stimme. Chuck Norris haut sich jeden Morgen 2 Pfannen in die Eier. Chuck Norris hat als Kind keine Schneeengel, sondern Betonengel gemacht. Schatz, findest du mich zu dick? Dort bläst er, mach die Harpunen klar, Männer. Was macht ein Boot in der Disco? Abroggen. Was heißt Wasser auf Russisch? Wodka Zero. Auch Bäcker müssen sich mal etwas einfallen lassen, wie zum Beispiel dreieckiges Brot, damit der Kunde sich denkt, oh, guck mal, dreieckiges Brot. Du brauchst in deine Sätze immer ein Gewürz ein. Und, was kümmelt es dich? Browserverläufe. Bei Frauen, Facebook, Zalando, YouTube. Bei Männern, leer. Manche Leute sagen, wenn sie Kaffee trinken, können sie nicht schlafen. Bei mir ist es umgekehrt. Wenn ich schlafe, kann ich keinen Kaffee trinken. Deutsche essen mehr Bananen als Affen. Letztes Jahr zum Beispiel haben sie insgesamt über 19 Millionen Bananen gegessen. Nur 4 Affen. Yeah, gebt diesem Video einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen und teilt dieses Video. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot davon und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.